Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Quick-Tipp-Video. Heute will ich die Frage von Theon Torix beantworten und er fragt mich halt, wie er diese Gimp-Brushes, die ich hier in der Videoinformation hineingeschrieben habe, in das Gimp kriegt, weil man die per Drag and Drop halt nicht hinein bekommt. Darauf antworte ich heute mit dem Video hier. Und dazu gehen wir als erstes in das Programm GIMP und gehen hier unten in die Pinselspitzen und wählen uns irgendeine Pinselspitze aus und klicken auf diese Rechtsklick und wählen uns dort Speicherort des Pinsels kopieren. So, jetzt ist die in dem Zwischenspeicher und wir können jetzt ein beliebiges Fenster öffnen. Ich nehme jetzt mal den Arbeitsplatz und füge den Link in die Adressleiste ein. Jetzt müssen wir nur noch den Link etwas bearbeiten, also den Namen des Brushes weglöschen, sonst kommen wir nämlich auf den Link, auf den Br auf das Brush und nicht direkt in den Brushes Ordner. Und jetzt klicken wir einmal Enter und schon sind wir in dem Brushes Ordner von GIMP. Hier könnt ihr die Brushes, die ihr runtergeladen habt, einfach reinfügen und schon habt ihr eure Brushes. Dann müsst ihr einfach hier unten nochmal auf Aktualisieren und dann sind die hier drin. Nicht wundern, ABR ist die Endung für Photoshop Brushes. Also nicht wundern, ihr könnt die aber trotzdem benutzen. Die funktionieren wunderbar. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Schokomuffin.